Zum 25-jährigen Jubiläum der Tomb Raider-Marke hat das Entwicklerteam von Crystal Dynamics ein Spiel gezeigt, das es nie gab. Oder besser, dass wir nie spielen konnten. Denn Tomb Raider Ascension hat es nur bis zur Prototypphase geschafft und wurde dann eingestellt. Stattdessen folgte der 2013er Reboot mit einer jungen, noch sehr unerfahrenen Lara Croft. Von wann genau die nun veröffentlichten Prototyp-Szenen stammen, ist nicht ganz klar. Fest steht jedoch, dass Tomb Raider mit Ascension sowohl in Richtung Horror als auch in Richtung Open World gehen sollte. Als Inspirationsquellen dienten Titel wie Resident Evil, Silent Hill und Shadow of the Colossus. Beim Gameplay finden sich dann aber auch gewisse Ähnlichkeiten zu Souls-like-Kampfsystemen und der Ritt auf dem Pferd erinnert heute dann ein bisschen an das erst später veröffentlichte Zelda Breath of the Wild. In jedem Fall ist das Material ein spannender und ungewöhnlich offener Einblick in die Entwicklung der Tomb Raider-Reihe und natürlich auch ein tolles Was-wäre-wenn-Szenario. Was wäre, wenn Lara gegen riesige Monster kämpfen müsste? Was, wenn sie mehr Bewegungsspielraum bekäme, vielleicht sogar eine andere Dimension oder ein richtiges Fantasy-Reich betreten würde? Indem es keine Söldner, sondern von Anfang an irgendwelche Gruselwesen gäbe, die ihr nach dem Leben trachten würden? Und vielleicht auch, was wäre, wenn Crystal Dynamics diese Idee für ein zukünftiges Tomb Raider nochmal aufgreifen würde? Denn nur weil Ascension eingestellt wurde, heißt das ja noch lange nicht, dass wir ein paar der spannendsten Ansätze daraus nicht irgendwann doch nochmal sehen. Schließlich hat sich die Serie über die Jahre immer wieder neu erfunden und wird das auch demnächst wieder tun müssen. Das Team bei Crystal Dynamics hatte ja auch nach dem 2008 veröffentlichten Underworld lange an einer Neuausrichtung für Tomb Raider gewerkelt. Dieser Reboot folgte dann erst 5 Jahre später mit dem einfach nur Tomb Raider betitelten Spiel von 2013. 2008 bis 2013 ist aber schon eine lange Zeit und es gab wahrscheinlich sogar mehrere Prototypen für das neue Spiel. Das ist in der Branche übrigens durchaus normal, schließlich müssen Mechaniken und Konzepte erst ausprobiert werden, bevor zu viele Ressourcen in eine Idee gesteckt werden, die vielleicht gar nicht so überzeugend ist. Und so entstand auch Tomb Raider Ascension, von dem damals sogar schon ein paar Artworks die Runde machten. Also noch bevor der finale Reboot von 2013 offiziell angekündigt wurde. Auch in Ascension hätte es Lara Croft auf eine geheimnisvolle Insel verschlagen, allerdings wäre sie schon älter und weiter in ihrer Entwicklung als Action-Archäologin gewesen. Sprich, sie wäre vorbereiteter und tougher gewesen. Vor allem aber hätte Ascension, wie anfangs schon angedeutet, einen erheblichen Fokus auf Survival-Horror gelegt. Statt gegen Söldner und später merkwürdige übernatürliche Geschöpfe zu kämpfen, hätte sich die Abenteuerin hier durchgehend mit absoluten Gruselfiguren angelegt. Manche davon waren sogar größer als alles, was Lara je zuvor gesehen hat. Wer hier an Shadow of the Colossus denkt, ist garantiert nicht allein. Und das wäre hier auch nicht der einzige große Feind gewesen. Ebenfalls sehr ungewohnt ist es, Lara auf einem Pferd zu sehen. Auch hier lässt Shadow of the Colossus grüßen. Heute könnte man aber auch an Breath of the Wild oder The Last of Us Part 2 denken. Letzteres insbesondere mit dem Horrorfokus. Ascension wäre dann in seiner Levelgestaltung auch offener geworden. So ein Reittier braucht ja auch entsprechenden Auslauf. Die Kämpfe hätten ebenfalls eine deutlich andere Richtung eingeschlagen. Die Heldin setzt zwar bereits in diesen Prototypen auf einen Bogen, im Gefecht geht es aber viel taktischer als im 2013er Spiel zu. Wie in Dark Souls wären wir hier um Feinde getänzelt, hätten Attacken geblockt, ausgeteilt und den Viechern den Garaus gemacht. Haben wir schon mal gesagt, dass das hier auch stark an Silent Hill erinnert? Doch damit nicht genug. Lara hätte auch auf einen simplen Flammenwerfer zurückgreifen können, der die Monster pulverisiert und sogar Umgebungen teilweise verbrannt hätte. Und hey, das sieht schon in dieser frühen Fassung deutlich flüssiger und angenehmer zu steuern aus als in The Alone in the Dark von 2008. Es wäre definitiv spannend gewesen, Lara in einer Situation zu erleben, in der sie vielleicht auch mal nicht alle Feinde besiegen kann oder auch mal Monster umgehen und ihnen ausweichen muss. Ob solche Ideen geplant waren, wissen wir nicht. Bei Vorbildern wie Resi, Ico oder Shadow of the Colossus wären derartige Passagen aber nicht allzu weit hergeholt. Wie fürs Genre üblich, hätte Ascension natürlich auch eine Story geboten. Die hat aber fast gar nichts mit dem zu tun, was wir dann 2013 im Reboot erlebt haben.
Die Insel ist logischerweise eine andere, zu sehen an diversen Kartenausschnitten. Statt Grünschnabel Lara und die Crew des Schiffes Endurance hätte es eine erfahrenere Heldin und das Mädchen Izumi gegeben. Die Kleine hätte die Archäologin wohl die gesamte Zeit über begleitet. Aiko oder das 2018er God of War lässt grüßen, denn das Mädchen sollte auch Zauberkräfte nutzen, hier zu sehen anhand ihrer verschiedenen Konzeptzeichnungen. Sie sollte Wasser beeinflussen können und so als Verbindung zur mysteriösen Insel dienen. Es war zudem geplant, dass Izumi auf Anweisung der Spieler in kleine Spalten klettern und von dort aus Gebiete erreichen konnte, die Lara verschlossen blieben. Eine Idee, die God of War Jahre später perfekt umgesetzt hat. Boy, you miss these. Es gab sogar bereits erste Animationen mit den beiden, wenn auch wenig erfreuliche. Armes Kind. Woher Izumi genau kommt, wieso die zwei zusammen sind und warum sie Kräfte hat, das ist leider nicht bekannt. Genauso wenig, wieso es hier übernatürliche Wesen gibt. Ist das jetzt einfach nur auf dieser Insel so? Oder ist Lara in eine andere Welt gestolpert? Das wäre nach Tomb Raider Legend ja jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ebenfalls spannend, an einer Stelle in der Entwicklung scheint es sogar so, dass Izumi durch Affen ersetzt wurde. Wieso sonst sollte sich ein Primat so sehr an Lara heften? Auch andere Kinder sollten auftauchen, es ist aber unklar, ob sie als Ersatz für Izumi fungieren sollten oder den Cast erweitert hätten. Zum Schluss der Prototypentwicklung sind dann aber wohl alle Begleiter aus dem unfertigen Spiel rausgeflogen. Keine Affen, keine Izumi. Drin geblieben sind dann die gigantischen Feinde und weitläufigen Levelbereiche, die wir mit dem Pferd erkundet hätten. Es wäre also eher entweder ein intimes Survival-Horror-Abenteuer gewesen, oder es hätte die deutlich größeren Bedrohungen gegeben. Nicht beides gleichzeitig. Horror, Pferd, Begleiterin, das alles klingt schon ziemlich weit entfernt von dem, was Tomb Raider mit Underworld noch 2018 bot und wo die Serie 2013 mit dem Reboot dann letztlich landete. Trotzdem scheinen einige Ideen immer noch durch und haben die Serie nachhaltig geprägt. Allein diese Szene in der Höhle finden wir nahezu 1:1 im fertigen Spiel wieder. Und auch die ganzen leichten Survival-Mechaniken stammen aus diesen Prototypen. Selbst dieses kleine offene Gebiet, das in der unfertigen Version selbstredend sehr karg aussieht, erinnert stark an das hier. Spannend ist auch, dass bereits hier Rätsel geplant waren, die ja ebenfalls über die gesamte neue Trilogie hinweg immer wichtiger geworden sind. Bogen, japanische Architektur und Gräber, selbst das ist alles schon im Ascension-Prototypen vorhanden. Und es waren sogar noch deutlich größere und spannendere davon geplant, zu sehen an den Konzeptzeichnungen. Der Kletterhaken ist ein Kernelement geblieben und wurde im Nachfolger sogar nochmal wichtiger. Ihr seht schon, eine ganze Menge ist übrig geblieben. Vor allem aber ist der gesamte Ton nicht zu unterschätzen, den Tomb Raider wohl auch dank Ascension eingeschlagen hat. Denn ja, es ist nicht mehr das Horrorfest mit übernatürlichen, gruseligen Feinden. Also, zumindest nicht immer. Aber einige Passagen im Spiel von 2013 gehen doch schon spürbar, wenn auch nicht so konsequent in diese Richtung. This could be a way through. Das Gameplay-Material aus dem Ascension-Prototypen liefert also einen spannenden Einblick zu einem nie veröffentlichten Zwischenschritt der Serie. Die neu veröffentlichten Videoszenen könnten aber auch für die Zukunft der Reihe sehr interessant sein. Normalerweise bekommen wir solch extrem frühen Szenen ja nur durch Leaks zu sehen. Selbst bei Spielen wie Alan Wake oder sogar Duke Nukem Forever, wo einst frühe Versionen gezeigt wurden, die dann später ganz anders als die veröffentlichten Spiele waren, war das PR-Material offiziell freigegeben. Szenen aus so unfertigen Fassungen wie im Falle von Tomb Raider Ascension sind hingegen eine Seltenheit, besonders wenn sie von offizieller Stelle kommen. Klar, das 25-jährige Jubiläum ist ein guter Anlass, den Fans einen Blick in die geheimen Entwicklerarchive zu gewähren, aber vielleicht steckt ja auch etwas mehr dahinter. Es könnte gut sein, dass die Idee, Lara Croft in ein Horrorszenario zu versetzen, noch nicht ganz aufgegeben ist. Dann könnte man die Veröffentlichung auch als eine Art Wasserstandsmessung verstehen, mit der die Entwickler sehen wollen, wie die Fans auf die Ideen aus Ascension reagieren würden. Ein vergleichsweise radikaler Kurswechsel wäre für die Serie ja nach den letzten drei Spielen durchaus eine gute Möglichkeit, um sich zu verjüngen und wieder für Schlagzeilen zu sorgen. Fraglich bleibt nur, ob so etwas auch wirklich schon im nächsten Tomb Raider Teil relevant sein könnte. Denn am neuesten Ableger wird ja schon fleißig gewerkelt und das soll vor allem die alten Teile und die neue Trilogie vereinen. Das klingt eher nach Abenteuer und Action und weniger nach Horror. Aber in Zeiten, in denen ein The Last of Us Part 2 so große Erfolge feiert, in denen Resident Evil auf einem nie dagewesenen Verkaufshoch ist, wäre eine gruselige archäologische Reise mit Lara doch auch nicht mehr so weit hergeholt, oder?
Wir können uns die Spiele-Ikone jedenfalls erstaunlich gut in einem actionreichen Horrorabenteuer vorstellen. Und so ganz vergessen können die Macher diese Idee wohl auch nicht. Aber wie seht ihr das? Hättet ihr Tomb Raider Ascension gerne gespielt und würdet die Rückkehr einiger Ideen aus dem hier gesehenen Prototyp-Gameplay begrüßen? Schreibt uns doch mal, was für euch Tomb Raider ausmacht und was ihr als nächstes von der Serie sehen möchtet.